Wir sind zurück an diesem Auftaktabend des noch jungen vierten Weltpokals. Wir melden uns aus Toronto zur zweiten Halbzeit. Kanada und Wales unverändert. Es ist dunkel geworden, das Flutlicht ist an. Wir sind gespannt auf die erste Entscheidung dieses Turniers. Wales führt 1:0 zur Pause durch das Tor von Sam Vokes. Der Gastgeber Kanada, wie erwartet, könnte einen weiten Weg in diesem Turnier haben, das Weiterkommen zu schaffen. Das war das oberste Ziel, Achtelfinale irgendwie schaffen. Alle haben gesagt, es wird schwer, es kann scheitern, aber man hofft, dass es irgendwie gelingt. Die Gruppe lässt zumindest die Tür offen. Ein Misserfolg heute Abend aber gegen die Waliser würde die Aufgabe natürlich nicht einfacher machen, zumal dann ja das Spiel gegen Uruguay ansteht. James. Brooks gegen Offield. Allen. Für Bale. Morgan geht auf Nummer sicher und klärt den Ball. Es gab den ersten Wechsel bei den Walisern. Der Torschütze raus. Und dafür Roberts rein. Ramsey. Allen, das ist der neue Mann, Roberts. Bale. Trifft den Ball nicht ganz, Gareth Bale. Deswegen keine Gefahr für Boyan. Also Tyler Roberts, der neue Stürmer, 21, 9 Jahre jünger als Sam Vokes, spielt auch in England bei Leeds United, Verein, der in der letzten Saison oben mitgespielt hat, um die Premier League Rückkehr. Hutchinson. Allen. Bale. Roberts. Klasse durchgesetzt. Abgeblockt noch von Kanadas Verteidigung. Guter Auftakt, Tyler Roberts. Ecke Wales. So, das ist Connor Roberts. Jetzt haben wir zwei namensgleiche auf dem Platz. Connor Roberts, Verteidiger von Swansea. Einer der Jüngeren in der Verteidigung. Da haben sie ja auch umgestellt, die Waliser, nachdem die Fünferkette zuletzt eigentlich festgespielt war. Auch beim letzten Weltpokal in der Quali gegen Schweden haben sie heute mal auf Viererkette umgestellt. Fast der Fehler. Es gibt Freistoß für Kanada. Ja, das ist eine durchaus großzügige Entscheidung für den Gastgeber. James, Daniel James. Eigentlich nicht wirklich mit einem Foul an Piet. Da hat er durchaus Glück. Piet. Harfield und St. Pauli's Lawrence dazwischen. Roberts gleich geschickt im Laufduell mit Jakovic. Gut verteidigt. Jakovic und Daniel Henry. Die beiden Innenverteidiger beim Gastgeber. James. Davis. Foul gepfiffen an James.
Der will die Karte, und das ist eigentlich selber eine Karte. Jetzt hat er durchaus Glück, wenn er so offensiv, so deutlich eine Karte fordert, dass er dann selber keine sieht. Foul von Ouellette. Aber ich habe jetzt auch die Karte nicht wirklich gesehen. James hat sich, glaube ich, eher geärgert, dass er nicht durchkam, weil er sich davor gut durchgesetzt hat. Davis. Zweiter Ball bei Wales. Und Bale! Guter Abschluss. Gareth Bale auch heute noch nicht Mittelpunkt des Geschehens. Auch beim letzten Weltpokal hat Wales durchaus gut in der Breite gespielt. Es ist nicht die One-Man-Show, von der einige vorher gesprochen haben. Bale gegen den Rest. Das setzt sich heute offenbar fort. Tor gehalten von Bojan. Nächste Ecke für Brooks. Connor Roberts. David kriegt den Ball noch. Morgan. Alfonso Davis. Piet. Ouellette zu Fall gebracht, aber alles fair im Zweikampf mit zwei Walisern. Jetzt müsste es gelb geben für Atiba Hutchinson. Und so ist es. Erste gelbe Karte dieses Auftaktspiels geht an Kanadas Captain, der hier Bale aber mal wirklich abräumt. Tja, okay, taktisches Foul und harte Grätsche, das ist dann in der Summe mindestens gelb. Hutchinson hat es anders gesehen, aber weiß natürlich ganz genau, Hauptsache Bale überhaupt noch gestoppt. Darum ging es, deswegen auch gelb richtig. Davis. Ramsey. Oh, nächstes Foul. Nächster Pfiff. Diesmal gibt es Worte, aber keine Karte für Piet. Der hat jetzt nach meinem Empfinden aber richtig Glück. Ball ist längst weg, als Piet ansetzt. Das ist eigentlich gelb. Hat er Glück, dass er keine Karte sieht. Bale mit dem Freistoß. Nicht direkt versucht, wie er unter anderem bei der Europameisterschaft vor 4 Jahren mit 2 Freistoßtoren gegen England und die Slowakei, glaube ich, war es. Fehlpass. Bale. Roberts. So, 20 Minuten noch. Auftaktspiel macht sehr viel Spaß. Auch wenn Kanada droht, der erste Gastgeber zu werden, der seinen Auftakt verliert. Aber wir freuen uns, dass der Fußball überhaupt läuft. Das Motto dieses Turniers, ja unter anderem, es ist im Herzen, es ist im Kopf, es ist in der Fantasie. So kann, glaube ich, dieser Satz, es ist in deinem Herzen gedeutet werden. Wir freuen uns, dass der Ball rollt nach all dem, was in diesem Jahr bislang Thema war. Und Kanada freut sich auf ein hoffentlich langes Turnier. Wir sind gespannt, wie sich das hier in den nächsten 4 Wochen entwickeln wird. Wir freuen uns auf einige tolle Mannschaften, auf tolle Gruppen, die gelost wurden, mit wirklich spannenden Duellen. Argentinien, Niederlande in einer Gruppe, die deutsche Mannschaft mit der Gruppe Kolumbien, Japan, Jamaika als Debütant, einige Mannschaften das erste Mal dabei, unter anderem der Iran. Wechsel bei Kanada. Jetzt kam einer, den wir kennen. Strafe. Gunter bei den Walisern für Connor Roberts in die Außenverteidigung. Ramsey. Und James mit der Flanke. Kein Problem für Bojan.
James kriegt den Ball noch, aber dann der Fehlpass raus auf die linke Seite. Letzter Wechsel, Wales, Davis geht und Neil Taylor kommt, 31 Jahre alt, von Aston Villa. Auch schon in der EM-Mannschaft 2016, Halbfinal aus damals gegen Portugal. So ein Erfolg, das wäre es mal bei einem Weltpokal. Der Start wäre schon mal gelungen, wäre ein Erfolg für Wales. Und dann geht es in diese Gruppe, unter anderem ja mit dem Duell gegen den britischen Halbnachbarn Schottland, abseits hier von Roberts. Ouellet geht. Und bei Kanada kommt Jonathan Osorio, einer der Toronto-Spieler. So, mit Nachspielzeit vielleicht noch 5 Minuten. Geht noch was. So richtig offensiv begeistert hat Kanada heute Abend wirklich nicht. Da muss Hurtman eine ganz klare Steigerung finden mit seiner Mannschaft. Der Weg ist jetzt schon weit geworden. Schottland gilt vielleicht noch als der ebenbürtigste Gegner. Aber Uruguay, das ist das große Problem. Das ist das ganz, ganz große Problem, das hier heute Abend jetzt schon im Raum stehen wird. Dass da noch das Duell gegen Cavani, Suarez und Co. kommen wird. Das wird eine spannende Angelegenheit. Wenn sie nicht jetzt noch ein Tor schaffen. Davis, 90. läuft. Lawrence. Aber Wales spielt das jetzt ganz kontrolliert herunter. Roberts nochmal gegen Jakovic. Und das gibt noch die Chance. Achtung, Roberts, Bojan. Muss gegen den eigenen Mitspieler verteidigen. Blockt den Ball ab. Letzten Sekunden, Osorio, wird der Angriff noch laufen gelassen. Dann ist das vielleicht die eine Chance für Kanada. Arfield, raus, Osorio. So weit vorne waren sie noch nicht im zweiten Durchgang. Die Flanke auf der Linie. Jetzt ist Schluss. Auftakt des Weltpokals. Und Wales ist der große Sieger dieses Abends, gewinnt das erste Spiel des Weltpokals 2020. Sam Vokes mit dem 1:0 für die Waliser und 3 wichtigen Punkten. Was das wert ist, das werden wir vielleicht schon morgen einordnen können, wenn wir das zweite Spiel der Gruppe A sehen, Uruguay gegen Schottland. Und dann freuen wir uns auf den Fußball, der jetzt auf uns zukommt hier in Kanada. Es ist so schön, dass wir wieder den Weltpokal erleben dürfen mit den 32 Mannschaften, die wir in den nächsten 4 Wochen dann begleiten werden. Morgen also unter anderem, wie erwähnt, Uruguay gegen Schottland und die Gruppe B, Costa Rica gegen Senegal und das Topspiel Brasilien gegen Kroatien. Der Auftakt der Weltmeisterschaft vor 6 Jahren, jetzt also für beide zumindest der persönliche Auftakt. Das war's hier aus Toronto, war ein schöner Abend. Kanada muss hoffen, muss schauen, wie es weitergeht. Wir sagen jetzt zunächst mal tschüss. Bis morgen zu den zweiten Spielen dieses Weltpokals 2020. Bis dann.